Ja, meine Lieben, hier ist wieder die Axt im Walde zurück in the Forest in der Version 0.26. Heute heißt es einfach einmal, während wir hier den Wellengang betrachten. Und wie immer, ja, uns am Wässerchen laben. Was ist neu in the Forest in der Version 0.26? Ja, über das Viertel sind wir jetzt drüber. Ja. Und ich muss euch sagen, hier gibt's fast zu viel wie zu Weihnachten. Ja, alles auf einmal hier im Patch 026. Ist ein ganzer Haufen wieder mitgekommen. Ich labe das einfach mal durch, was ich euch nicht zeigen kann. Beziehungsweise, ihr wisst, ich gehe ja auch nur auf meines Erachtens nach die großen guten Änderungen ein in meinen Let's Plays. Also beginnen wir. Ja, im Multiplayer-Modus. Es ist ein bisschen schwieriger geworden. Ja, viele haben sich hier beklagt, auch in den Steam-Foren. Ich habe das Gejammer immer wieder mitbekommen. Hier von wegen, ist alles so viel zu leicht, das ist keine Herausforderung. Weiß nicht, was ich tun soll. Ja, meinen Mitspielern macht's auch keinen Spaß mehr. Ja, sag mal, wenn man drauf aus ist, hier immer wieder irgendwen zusammenzukloppen und sich mit der üblichen Anzahl von verrückten Kannibalen nicht zufrieden geben möchte, dann ist klar, dann muss der Multiplayer-Modus ein bisschen schwieriger werden. Das heißt, da treten jetzt mehr Gegner auf. Ja, was auch gut ist im Multiplayer-Modus von der Veränderung her ist, alle Objekte, Gegenstände und weiß der Geier, was es hier in der Forest alles gibt, die sich abwerfen, ablegen oder wie auch immer lassen, können jetzt getauscht werden. Das heißt, ich nehme einen Tennisball auf, lege den ab, der andere sieht das, kann ihn aufnehmen. Nicht, dass das nicht bisher schon so war, aber das ist auch ein Teil davon, ne? Und das trifft natürlich auch auf eine. Ja, Axt kann ich nicht ablegen. Ja. Dynamit. Nee, Dynamitstangen, da explodiert man. Ist ja auch schon angezündet. Ne? Weiß nicht. Ja, aber allerhand Objekte, die sich hier ablegen lassen. Ja, ihr wisst Bescheid. Das Floß. Elendslanges Thema. Ja. Gute lange Geschichte. Das Floß für den einen war für den anderen irgendwo nirgendwo. Laut den Entwicklern ist das jetzt behoben. Ja, das heißt, das Floß, das der eine sieht, ist auch genau dort für den anderen, wo das der eine sieht. Und es kann auch dementsprechend benutzt werden. Die Entwickler beschreiben das immer mit dem Floß, ja, im Englischen das Raft. Ich bin mir nicht sicher, möchten die hier wirklich sich nur auf das Floß beziehen oder auch auf das Hausboot, ich weiß es nicht. Ja, probiert das bitte aus. Und wir kommen hier aus dem Multiplayer raus. Gehen jetzt hier direkt über in den Singleplayer. Es gab einen Haufen neuer Sounds, wirklich einen Haufen neuer Sounds. Ich bin hier heute auch mal in den Hügeln gewesen. Und auf einen guten Kollegen, den Trompetenrössler, getroffen. Mann, oh Mann, oh Mann, der macht hier Geräusche. Sowas von einwandfrei. Ja, ich mag in den Höhlen nicht sein. Aber ich mag in den Höhlen sein. Wenn das hier so eine Atmosphäre hat, wie der Trompetenrössler gerade mal in der aktuellen Version vorgibt und vorlegt, sage ich, wunderbar, da mag ich sein, aber eben, ja, Atmosphäre gut, ich scheiß mir in die Hosen, ich mag dort nicht sein. Aber wie gesagt, Haufen neue Sounds, unendlich viele grafische Anpassungen auf der Insel, in den Höhlen, bei den Eingängen, nach den Höhleneingängen, vor den Höhleneingängen. Und um das Loch herum, genauso wie auch mitten im Loch drin. Ja, ihr kennt das riesengroße Loch, den großen Krater. Ein Mysterium, nach wie vor. Aber dem Mysterium kommen wir jetzt ein bisschen näher auf die Schliche. Die Entwickler haben gesagt, so, da machen wir was, da muss jetzt was gemacht werden. Und das Loch kann man jetzt betreten. Ja, über den allertiefsten Eingang oder
Ja, ist nicht unbedingt ein Eingang, aber wirklich die niedrigste Ebene in den Höhlen. Über die niedrigste Ebene kann man hier das Loch betreten. Ich habe mir das auch angeguckt heute schon. Das sieht ganz schick aus. Und meine Fresse, ich will wirklich wissen, was die hier in petto haben, die Entwickler. Das sieht so interessant aus. Wirklich interesseweckend. Unpackbar teilweise. Unpackbar. Ich möchte wirklich mehr sehen. Ja. Wenn wir auch vom Loch sprechen, man kann hier bei Löchern, aus denen man emporsteigt, über das Seil. Ja, kleine Löcher, Eingänge aus den Höhlen, ihr wisst Bescheid. Nicht mehr. Das sagen die Entwickler. Ich möchte das wirklich hier festhalten, dass das nicht meine eigene Erfahrung ist. Ich habe das nicht getestet. Ich hatte das Problem ohnehin nie. Ja. Aber die Entwickler sagen, man kann aus den beim Hinaussteigen aus den Löchern kann man hier nicht mehr runterfallen. Gab ja oder gibt ja zahlreiche Spieler, die genau dieses Problem haben, ja, oder hatten. Weiß man eben nicht. Ne? Gucken, probieren und ich sag mal auch rückmelden, ob ihr mir das sagt oder euren Freunden oder im Steam-Forum. Hauptsache hier ist ja, Rückmeldung. Finde ich es wichtig. Rückmeldung muss. Gefällt euch übrigens das Wasser? Ich finde das schick, die ganze Zeit hier zuzugucken. Ja, die haben auch am Wasser. Ich meine, dass die haben am Wasser was verbessert. Es sieht ein bisschen schicker alles zusammen aus. Die Wellen gefallen mir auch ganz gut. Und das läuft auch ein bisschen sauberer überall zusammen. An den Stränden. Ja, wo ich gerade auch davon spreche, an den Stränden zusammenlaufen. Die Wasserfälle laut den Entwicklern, die münden ja jetzt ordnungsgemäß in allerhand kleine Nebenbäche und Flüsse, Arme, die dann in das Meer münden. Ja, habe ich mir angeguckt, sieht schick aus. Die Übergänge sind auch ein bisschen sauberer. Was ich etwas merkwürdig finde. Ja. Unser netter Wasserfall hier drüben, genauso wie der nette Wasserfall am Gänsesee, das sind bisher die einzigen zwei Wasserfälle, bei denen ich das festgestellt habe. Es gibt keinen Ton mehr. Fließend Wasser ist tonlos. Ja, da haben die ein bisschen was verschlafen. Ich denke mal gut, ja. Zurück zum Wasser. Direkt auf den Riegen. Dieser wurde von den Entwicklern um 50% von der Häufigkeit des Auftretens verringert. Es regnet weniger. Ich sag auch ganz offen dazu, ich hatte hier bisher in meiner Sitzung, ja, ich habe auch. Oh, guck mal hier, da drüben, da laufen wieder so ein, ja, und die verschwinden im Nichts. Oh gut. Ich hatte hier in der Sitzung, die ich probiert hatte, heute ein bisschen anzocken, ja, wirklich wortwörtlich heute. Zuerst mal hier Patch Notes übersetzen und dann ging es um 1 Uhr morgens. Ich weiß nach wie vor nicht, wie ich das gemacht habe. Eigentlich wollte ich da schon im Bett sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Um 1 Uhr morgens dann nochmal kurz angezockt und mal gedacht, ja, hey, oh, gucken wir mal rein, wie das so ist. Und da hat es inklusive der einstündigen, anderthalb, wie auch immer, stündigen Sitzung heute. Einmal, ein einziges Mal geregnet. Also wenn die Entwickler sagen, hier minus 50% Regenchance, ich glaube denen das, ich glaube denen das aufs Wort. Die Tiere sind auch ein bisschen runtergedreht worden, ja. Nicht wirklich massiv, aber man spürt das, man merkt das. Ein bisschen weniger Viecher kreuchen und fleuchen durch die Gegend, ja. Und dazu gibt's hier die bleichen Höhlen, Kannibalen, ihr kennt die alle, die sehen hier aus wie der Tod persönlich. Ja, weiße Hautfarbe, Augen gibt's schon gar nicht mehr und sehen auch sonst hässlich aus. Ne? Die Kannibalen eben, ja. Wenn die aus den Höhlen rauskommen, sind die außerhalb der Höhlen aggressiver als in den Höhlen. Ja,
Klingt merkwürdig, ist auch so. Dazu passend. Feuerkannibalen. Ihr kennt die, die Kannibalen, die hier rumlaufen mit dem Feuer und auch selbst ein bisschen brennen. Ja, die können jetzt Bomben werfen. So Feuerbomben. Kann bedrohlich werden. Ja. Viel Anpassungen gibt es hier auch im Schneegebiet auf der anderen Insel. Ja, wir haben jetzt einen schneebedeckten Baum, ein schneebedecktes oranges Zelt, einen schneebedeckten Felsen, einen schneebedeckten Baumstamm und dazu noch schneebedeckte Holzbretter. Ja. Und das nicht nur in einfacher Ausführung, wie ich das gerade eben gemeint habe, sondern tatsächlich in mehrfacher Ausführung, aber jeweils eine Type davon. Und, ja, da komme ich nachher noch drauf. Ein Schneehasen. Wir haben jetzt einen Schneehasen. Die Entwickler haben uns einen netten, süßen, kleinen, weißen Schneehasen geschenkt. Der befindet sich natürlich, oh, wie kann man es anders erwarten, nur im Schneegebiet auf der anderen Insel. Die sieht man jetzt durch den Wald nicht. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. gut, kommen wir aber ohne dies zum Thema. Wir haben hier einen von diesen Stockmarkern. Ja. Ihr kanntet das vielleicht, dass man hier von den Stockmarkern die Farbe ein bisschen verändern kann. Das heißt, das Symbol, das sich jetzt hier etwas unten befindet. Ja, ich lasse kurz mal abwarten, damit auch jeder das Symbol finden kann auf dem Bildschirm. Hier zwischen Axt und dem R-Symbol, grün. Lässt sich mit der Taste R auf dem bereits gebauten Marker die Farbe ändern. Und die Farbe ändert sich jetzt dementsprechend sauber auch auf dem Stoffstück oben mit. Ja. Durchschalten, durchschalten, durchschalten. Ich kann hier alle Farben durchgehen. Allerhand Farben und dann gibt's. Ah gut, jetzt ist aber genug. Was wir auch neu haben ist, oh ja. Da muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das schon irgendwann in den letzten Versionen dabei war. Aber hier der Ton hört sich an wie ein Koffer, den man durch die Gegend schiebt. Ja, mir ist das erst heute hier aufgefallen. Ja, steinigt mich, wenn das vorher schon drin war von mir aus. Und da wir auch direkt mal beim Steinigen sind, zeige ich euch mal hier die neue Steinwand. Ja, die Entwickler meinten wohl so, boah, das sieht hier aus. Das sieht aus, als ob wir hier 800 mal die kleinen Steine, die man vom Boden aufnehmen kann, also die kleinen, die mittleren, die Bausteine, ne, hier 800 mal dran gepappt hätte. Und das möchten wir jetzt nicht mehr so. Wir möchten eine ordentliche Steinwand, die auch wie eine Steinwand aussieht. Und ich sag mal so, meine lieben Entwickler, das habt ihr gut gemacht. Ja. Das sieht hier wirklich wie eine Steinwand aus. Ich kann nach wie vor auch nicht drüber springen. Sieht aus wie eine Steinwand. Ne? Gefällt mir gut. Meine persönliche Meinung, ja, rückwirkend, nachträglich. Es sah ja wirklich aus wie hier 800 Steine auf einem Haufen und jetzt haben wir wirklich eine schöne Steinwand. So muss das. So muss das definitiv. Ich kam hier vorhin bezüglich des Multiplayer-Modus auf das Floß zu sprechen und da habe ich natürlich schon eins gebaut, ein Floß. Und guck mal hier, Leute. Nicht das Symbol hier neben meiner Axt, ja, mit einem großen tollen Bagger vorn dran. Das kennt ihr ja schon, das aus der Mod-AP. Ich habe auch mal wieder, für alle, die es nicht wissen, ich bin mittlerweile auch Moderator im Mod-AP.de Forum, ja. Und habe auch hier heute Mitternacht direkt mal die aktuelle Versionstabelle bereitgestellt, die man herunterladen muss, ein bisschen noch Dateien verändern, damit die Mod-AP mit der aktuellen Forest-Version funktioniert, bis Soul Drinker, der ja Philipp eigentlich heißt,
das Ganze hier im automatischen Update auch drin hat. Ja, aber da, gut, Mod API funktioniert, ihr kennt das, das ist hier jetzt Gebäude entfernen mit der Taste T. Ich gehe hier ab und an mal auf das eine oder andere ein, weil ich nicht weiß, wer hat hier bereits zugeguckt, wer kennt das alles und welche Fragen werden hier gestellt. Ohne dies, ja, gebt mir Bescheid, wenn irgendwo Fragen bestehen. So, und nun zurück wieder zum Thema. Ihr seht das andere Symbol, das eine Hand. Die sieht nicht nur so aus, als ob ich hier was schieben sollte. Die ist auch genau dafür da. Ich drücke die Taste E. Und auch die Schildkröte freut sich drüber, ja, dass ich hier ein bisschen Platz gemacht habe. Ich kann das auch jetzt ein bisschen weiter reinschubsen. Will ich aber nicht. Ich mache hier mit diesem schönen Paddelsymbol die Taste E. Stehe auf diesem Floß drauf und mache jetzt, weil ich hier natürlich rückwärts dran stehe, rechte Maustaste gedrückt halten. Na, rechte Maustaste am Floß ist zurückfahren. Ich kann hier links und rechts gucken und mit, sag ich mal, A und D kann ich das Ganze hier lenken. Das Floß, ja. Linke Maustaste nach vorne. Wir geben wieder mal ein bisschen Gas. Und direkt mal ans Land. Oh nee, eine Schildkröte will ich jetzt auch nicht über den Haufen fahren. Ich sehe ja, dass die hier vorne irgendwo schwimmt. Ja, gut. Schildkröten aus dem Weg. Wir kommen. Obacht, Vorsicht! Na? Und das ist dann hier auch schon gewesen. Da geht nichts mehr. Ich meine nicht, dass das vorher nicht so war. Aber in unterschiedlichen Situationen kann das definitiv vorkommen, dass wir hier, ja, richtig, genau das ist das, was ich an und für sich erreichen wollte. Man fährt hier aufs Land und ist man dann einigermaßen gut an Land, steigt man auch automatisch vom Floß ab. Ja, das ist gut. Nicht mehr hier herumgerumpeti-zumpeti, sondern einfach hier auf, ab, rein, raus, Ruhe, fertig. Ne? Kochen ist jetzt auch möglich auf dem Floß. Das sagen die Entwickler. Ich habe das nicht probiert. Mir ist das auch Wurst, ob man hier auf dem Floß kochen kann oder nicht. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden. So, und was gucken wir uns jetzt an? Oh ja, da haben wir noch was Tolles. Wir haben noch was ganz was Tolles. Und ich denke mir, wir gucken uns aber, bevor wir das angucken, noch eine Neuerung an. So, hier angekommen im Kannibalendorf. Oh, mit. Dass die hier auch tagsüber unterwegs sind. Ne? Ja, gut, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen verwöhnt hier. Aber die lassen wir mal von dann ziehen. Ich merke auch, ich habe gerade so einen komischen Schrittsound. Ja. Ja. Unabhängig davon, die Entwickler meinten, so geht das nicht. Wir müssen hier die Tennisspieler, ja, die hier gequält wurden, die müssen wir hier wieder zurückbringen. Und ich ging ja persönlich tatsächlich in hier der Ansicht, dass die Tennisspieler verlegt wurden in die Höhlen. Ja. Und dass quasi wirklich so eine Art, ach, wir verschieben die mal dorthin ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja. Die sind einfach missing gegangen. Also weg gewesen, verloren. Und vielleicht haben auch wieder hier die Entwickler was verschlafen. Man weiß es einfach nicht. Hier. Holzkiste. Ja, die kennt ihr. Was ihr noch nicht kennt? Kaputt ist das Ding. Und noch ein Ding ist kaputt. Das ist auch neu in The Forest, in der Version 0.26. Und hier sind allerhand verschiedenster. Und die sind alle auf- und abgehängt und durchgestochen. Egal, wir kommen hier wieder zurück zum Wesentlichen. Ja, wir haben hier vorhin gesehen, wie man mit dem Stockmarker ein bisschen die Farbe ändern kann. Und ich zeige euch jetzt hier mal, was die Entwickler neu eingebaut haben. Wir haben hier alle sehnsüchtigst drauf gewartet. Ich weiß nicht, wie viele Versionen. Ja, es war auch immer ein bisschen im Unklaren. Tut sich hier was, tut sich hier nichts.
Es gibt einen Garten, der auch funktioniert. Ja. Nicht nur das. Hier wachsen Birnenbüsche raus. Ich meine, was geht denn überhaupt ab? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, ohne dies. Ich nehme hier so. Jetzt ist das hier. Man sieht das recht gut, denke ich, aktuell gerade. Das Symbol für setze hier bitte deine Samen ein. Drücke dazu die Taste E. Und ich mach das. Und wer jetzt hier ganz gut aufgepasst hat, ich werde da noch mal ganz kurz eine Demonstration vornehmen. So, gucken. Bitte auf den Erdboden hier im Gartenbereich gucken. Hier gibt's so kleine Häufchen. Ja, das sind so kleine Erdhäufchen. Die kommen jetzt raus, als ob man hier wirklich gebuddelt hätte. Und es gibt auch einen Sound, der sich so anhört, als ob man kurz irgendwo gegraben hätte. Das ist ganz gut. Das macht auch von der Atmosphäre ganz schick was hier. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen, bis hier tatsächlich was rauswächst. Das, was ich hier platziert habe, ist auch schon ein Zeitchen hier. Ja, laut den Entwicklern ist das hier 1 bis 2 Tage, wo die Pflanzen, die man hier angebaut hat, überleben können. Und dass es auch ein wenig dauert, bis hier was rauswächst. Ich sag mal so, man kann den Pflanzen teilweise beim Wachsen zusehen und das dauert guten Tag. Ja, ganz gut, geradeaus, einfach mal einen Tag. Ja, ich denke mal, das hilft vor allem im Multiplayer. Kann das nur von Vorteil sein. Und mein absoluter Favorit in diesem Update sind hier die Trommelschritte irgendwie. Scherz beiseite. Ich sag mal, Sarkasmus-Scherz, ja. Irgendwie packe ich das nicht so ganz durch. Mein persönlicher Favorit. Ja, richtig. Ihr seht das richtig. Pardauz, wie dies. Oh, guck mal hier ein Topf im Sand. Ich will euch auch nur mal kurz ein bisschen ablenken. Ne? Auch der Schlafsack ist im Sand. Aber hier seht ihr das abermals richtig. Nicht nur in diesem Zelt, sondern auch hier, hier, hier und hier. Ja, das war jetzt ein bisschen anders als erwartet, aber ihr habt das mitbekommen. Auch der Hai hat einen neuen Sound bekommen. Ja, der ist nicht nur bedrohlich, der Sound in Kombination mit dem Hai, nicht der Hai alleine, sondern auch erschreckend. Ja, wenn euch die Fledermäuse nicht schrecken, dann schreckt euch vielleicht das Teil. Und ich sag so, ja, wahrscheinlich werden die Entwickler nicht mein Fliehen, meine Bedenken und meine Äußerungen gehört haben, aber die der ganzen Community. Und die haben dann doch gesagt, boah, puh. Immer gut das Vögelchen abwarten. Und die Entwickler haben wahrscheinlich dann doch gesagt, hier so, ja, das ist ein bisschen unfair. Hier einmal am Tag speichern muss man immer neu, so, man weiß nicht, sorry. Und genau darum, denke ich, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, in jedem Zelt zu speichern. Das ist egal, ob das hier auf der Insel ist, ja, hier auf der sogenannten Oberwelt oder auch in Höhlen. Wirklich, wo ein Zelt steht, kann geschlafen und gespeichert werden. Beides. In jedem Zelt. Guckt hinein bei uns ins Forum auf forum.survivetheforest.net. Für die gesamten Patch Notes natürlich.
Wie immer findet sich dann ein Link hier unten in der Beschreibung. Und ich sag mal, in der Version 9.27, da werden wir uns wiedersehen. Ja, ich, die Axt im Walde. Mit Was ist neu in the Forest? Und natürlich ihr alle zusammen zum Abschluss. Sage ich auf jeden Fall Tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken. Nochmal Tschüss. Und zum Abschluss noch eine kleine Fahrt durch das ganze Gebiet, wo ich letztens erwähnte, Wässerchen, schön transparent, und heute erwähnte, wir gucken uns noch einen Schneehasen an. Bis zum nächsten Mal, das war die Axt im Walde. Tschüss.